Vlogfolge 261, wunderschönen Montag. Ich bin müde, weil am Wochenende war Abschlussworkshop der Masterclass und naja, nach 7 Monaten, wo das jetzt endlich wieder möglich war, mit Corona-Maßnahmen und so, was alles wunderbar funktioniert hat, wurde es dann am Samstagabend etwas länger und dann habe ich festgestellt, ich bin keine 20 mehr, überraschenderweise. Und bin auch heute, obwohl das Samstagabend war, noch echt müde. So, aber ich möchte sprechen über das Festival. Also logischerweise macht uns das sehr, sehr traurig, dass wir das Festival absagen mussten. Haben wir jetzt getan. Also das Immokation Festival, weil logischerweise das wegen Corona nicht möglich ist. Das kommt jetzt nicht überraschend, glaube ich auch für niemand. Das hat sich die Wochen schon abgezeichnet. Es war aber, es war krass. Also wir haben gefühlt alle 2 Tage bei diversen Ämtern angerufen und haben gesagt, hey, wir haben hier keine Klarheit, wir brauchen von euch eine klare entweder Absage oder dass wir es so machen können, weil nur dann können wir auch mit dem Veranstaltungsort in Gespräche gehen, wo klar ist, dass es nicht möglich ist, ein Festival zu machen, weil sonst sagt der Veranstalter logischerweise, ja gut, ihr habt jetzt hier unterschrieben, es sagt ja niemand, dass das nicht möglich ist, jetzt gehen wir mal davon aus, das findet statt. Wir wollten aber natürlich dann, wenn dann schnellstmöglich absagen, damit Klarheit für die Leute besteht. Aber es konnte uns niemand von einer öffentlich-behördlichen Stelle von irgendwo, und wir haben alle möglichen Stadt, Land und so weiter nachgefragt, keiner konnte uns das Festival untersagen, also wirklich untersagen. Bis heute nicht, obwohl es klare Verordnungen gibt, obwohl die Bundesregierung ja auch darüber gesprochen hat, dass solche Veranstaltungen nicht stattfinden sollen. Es geht um 1.500, 1.800 Leute wahrscheinlich, also eigentlich vollkommen klar. Aber wir haben halt das offizielle Verbot gebraucht. Wir haben es jetzt haben wir es abgesagt und das ist natürlich schade. Es ist dann noch was Zweites passiert, also wir mussten die Entscheidung treffen, darf man dann das Ticket zurückgeben und bekommt das Geld zurück. Grundsätzlich gilt natürlich erstmal das Ticket quasi weiter und wenn das Festival dann irgendwo 2021 wahrscheinlich stattfindet, wann auch immer, den Termin wäre ja total blödsinnig, den jetzt versuchen festzulegen, das geht ja noch nicht, dann gilt das Ticket weiter. Jetzt ist aber die Frage, kann man das Ticket zurückgeben? Selbstverständlich, ne? Also es war für uns absolute No-Brainer-Entscheidung, dass wir sagen, ja klar, jeder kann sein Ticket zurückgeben, auch wenn wir tatsächlich auf Kosten sitzen bleiben mit dem Veranstaltungsort. Aber das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Wir hatten nicht vor und nie vor, mit dem Festival Geld zu verdienen. Hätten ja auch die überschüssigen Einnahmen gespendet. Jetzt legen wir tatsächlich was drauf. Aber da können wir, glaube ich, immer noch happy sein. Wenn das unsere Corona-Auswirkung war auf unser Unternehmen, dann hat es uns tatsächlich noch sehr milde getroffen. Und da, glaube ich, dürfen wir und müssen auch dankbar für sein. Was ich ein bisschen schade fand, dass der ein oder andere, also ganz wenige, ja, bei 1.500 oder 1.000 Tickets, glaube ich, 10 Leute oder so, die direkt so sagen, ja, ich will mein Geld zurück, weil wir haben bisher noch nicht geschrieben, wie das geht. Wir haben nur gesagt, wir melden uns zu den Bedingungen. Wir wollten nur schon mal schnell die Absage rausschicken. Und ich glaube, heute geht die Mail raus, wo man dann offiziell, wie kriegt man sein Geld zurück und so, wenn man es zurückgeben will. Heißer Tipp ist natürlich, es zu behalten. Dann hat man sicher den Platz für ein Festival, was schon extrem schnell ausverkauft war. Aber das nur am Rande. Und was ich schade fand, dass also Einzelfälle, ganz kleine Einzelfälle, aber es gab eben welche, die sehr, sehr forsch geschrieben haben, ich will sofort mein Geld zurück, ich setze hier eine Frist und hier ist meine Kontonummer. Wir hatten in der Mail ja gesagt, wir melden uns mit den genauen Bedingungen und selbstverständlich kann man und bekommt auch sein Geld zurück. Und letzter Punkt, wer sich den 10.10. schon irgendwie reserviert hatte und das jetzt sieht fürs Festival, bitte die Reservierung im Kalender drin lassen, aber nicht nach München kommen, sondern einfach zu Hause bleiben, weil wir etwas Neues ausprobieren wollen. Wir wollen einen Livestream machen, das heißt, wir nennen es Festival Live. Fairerweise, das andere wäre auch live gewesen, aber nur vor Ort, ne? Aber Festival Live, also ein Online-Livestream für die ganze Community, komplett kostenlos auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer, übertragen wir mehrere Stunden. Das heißt, wir holen tatsächlich die Speaker, zumindest ein Teil der Speaker, nach München, machen etwas verkürzte Vorträge und machen dann aber auch noch so Interaktionen mit der Community. Das heißt, wir haben auch wirklich dafür wieder einen kleinen Ort gemietet, indem wir an ein paar, mit den Speakern und dem Team hinfahren und dort an ein Live-Übertragungs-Setup aufbauen. Warum? Weil wir natürlich das Immokation Festival groß machen wollen, aufbauen wollen und deswegen auch Erfahrung sammeln wollen. Und das ist, glaube ich, so
eine coole Idee, auch da die Auswirkungen von Corona irgendwie zu nehmen und zu sagen, ja gut, dann lass mal echt Livestream lernen und üben. Und es macht uns auch Bock. Ja, wir haben uns jetzt so einen Livestream-Mischer gekauft, wo dann der Scotty quasi live die Kameras umschalten kann. Ja, jetzt auf den blenden, dann auf den, dann eine Bauchbinde einfahren. Macht auch einfach Bock, dass wir sowas dann live machen können. Das wollte ich euch erzählen. Jetzt kommt Martin Vossberger zu uns. Wir drehen mit ihm eine mega geile YouTube-Serie. Ich werde euch berichten. Bis morgen.